Dinosaur Fossil Hunter Demo. Wir spielen eine Demo und wir haben kein Intro. Dafür habe ich dann einfach ein Intro von mir einfach genommen. Ja, das ist eine Demo, die könnt ihr gratis runterladen und wir werden das mal testen. Ihr wisst ja, mein Kanal boomt ja von Dinosauriern. An jeder Ecke gibt es irgendwo bei mir Dinosaurier und natürlich darf da auch kein Fossilhunter fehlen. Wir werden nämlich Fossilien ausgraben oder ausbürsten oder sonst was. Wir werden ganz viel Dingsbums machen und wir haben keine Erklärung, was wir so machen können. Das ist ja schrecklich, wenn diese Kamera sich immer mitbewegt. Also im Menü braucht man das ganz ehrlich nicht. Ich finde das schrecklich, weil wenn man die Maus bewegt, wackelt das immer. Seht ihr ja selber. Okay, sieht schon mal sehr interessant aus. Ich weiß nicht, wie es geht. Man kann leider nicht auf eine andere Sprache stellen und Medium bleibt auch Medium. Dann machen wir mal ein New Game. Was ist das? Könnten ein Ankylosaurus sein? Weiß ich aber nicht. Das weiß ich nicht. Das könnte ein Gallimimus sein. Könnte ein Gallimimus sein. Ja. So von der Haltung des Körpers und dem langen Hals. Könnte sein. Jetzt gucke ich gerade mal, sind das Raptoren? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind keine Raptoren. Ich weiß es nicht. Werden wir bestimmt rausfinden. Das ist nämlich auch kein Raptor. Ich würde da eher sagen, das wäre so ein Allosaurus. Starten. Ich kann hier auf Start drücken. Dann wollen wir mal. Okay. Space. Oh. Oha. So fängt das Spiel an. Das ist ja interessant. Eine nackte Betonwand. Sehr cool. Mal gucken, ob ich richtig war. Nee. Ortimimus. Ja, aber es ist ja von der Familie, ne? Ortiomimus. Ist von der Familie des Gallimimus, denke ich mal. Sonst wird er nicht so heißen. Okay. Man sieht hier Nordamerika. Da oben. Sehr interessant. Da steht auch jetzt Nordamerika. Gibt es auch irgendwelche Bundesstaaten? Ich weiß leider nicht, welche Bundesstaaten hier oben sind. Ist der eigentlich Latte, ne? Wir gehen mal weiter und gucken, ob ich jetzt gerade richtig lag. Und der geht gut. Der geht gut, der geht langsam. Also es ist kein Ankylosaurus. Wie heißt der denn nochmal? Der hat einfach nur so einen schuppigen Panzer. Mal gucken, wie heißt der? Edmontonia. Okay. Auch wieder Nordamerika. Sehr interessant. 3 Tonnen. Bis zu 6 Meter. Sehr interessant. Okay, ich glaube, das sind Sachen, die wir nachhinein, ich glaube, selber ausgraben können. Was haben wir hier? Da hatten wir überlegt, ob es ein Raptor ist. Ein Allosaurus, ja. Ich hätte bei dem anderen Allosaurus gesagt. Aber okay. Wir kennen natürlich unsere ganzen Dinosaurier aus Ark Survival Evolved, Of the Isles und so weiter und so fort. Wir wissen natürlich auch, dass viele dieser Dinosaurier einfach nur ein bisschen schöner gemacht werden, damit es ein bisschen actionreicher ist. Ne? Ihr kennt das, ist normal. So, wo ist das wieder? Amerika. Okay, wir haben hier auch. Wir haben hier, was ist denn das da? Ist das in den, ist das Deutschland? Kann man ranzoomen? Ist das Norditalien? Ich weiß es nicht. Was steht denn hier? Was haben wir hier? Auch Afrika? Sehr schön. Cool. Schade, dass man nicht ranzoomen kann. Oder wenigstens, wenn man so mit der Maus drüber geht, dass man auf Informationen kommt. Vielleicht kommt das ja noch. Was haben wir hier? Was könnte das sein? Kurzer Schwanz, langer Hals. Brontosaurus. Brachiosaurus. Der Brontosaurus hat nämlich einen langen Hals und einen langen Schwanz. Hört sich das ein bisschen komisch an? Also der geht so ein bisschen mehr nach vorne. Und der Brachiosaurus geht so nach oben, genau. Richtig, wo ist alles Amerika? Amerikaner haben die ganzen Dinosaurier. Okay, gehen wir mal hier in dieses Feld. Ja, ne? Dann geht's los. Oh, nee, oder? Jetzt muss ich echt malen? Ach so, okay.
Das ist süß, ja, als ich 4 Jahre alt war. Wir waren ja alle mal 4 und alle mal große Dinosaurier-Fans. Und wenn du das jetzt nicht warst, dann bist du im falschen Kanal. Muss ich das echt malen? Kann ich den nehmen? Ach, das ist süß. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, der macht das automatisch. Nee, macht er nicht. Darüber. Ich habe ein paar Pünktchen verpasst, was sehr schade ist. Das war mein Test gerade, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Aber hey, wieder einen Punkt verpasst. So, wir wollten das hier noch ein bisschen spannender machen. Yeah! Daddy, I draw a dino! Das war gerade meine Errungenschaft bei Dings. Ist doch schöner so geworden. So, jetzt sieht man, dass so wenigstens so ein bisschen mehr Leben in dem Dinosaurier ist, ne? So. So, hier. So. Ne? Haben wir hier noch ein Äuglein rein? So, wo ist der Punkt? So. Und dann ein Schmeili, weil wir jetzt nur ein Kind. So. Und jetzt malen wir die natürlich noch Flügel, weil meine Dinosaurier fliegen. Ey, das war gerade weggenommen von meinem, so war zu schnell, glaube ich. So, jetzt hat er Flügel und kann fliegen. So. Und hat noch ein Auspuff. Ne? So hätte ich jetzt einen Dinosaurier als Kind gezeichnet. Mit Brille natürlich. Okay, jetzt ist aber Schluss. Okay, was war dein schönster Tag deines Lebens? Als ich 8 Jahre alt war. Oh, hatte sein erstes, mit 8 Jahren hat er sein erstes Fossil gefunden. Das ist ja cool. Ja klar, wenn man in so einem Gebiet wohnt, vielleicht ist der Papa. Oh nee. Ach, das ist cool. Wieso ich. Bin ich hier gestrandet im Wasser? Warum stellen die mich ins Wasser? Aber ich bin ja 8 Jahre. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ziemlich groß bin. Wir gehen mal gucken. F1 Control ARD. Oh, da hupt die. Ah! Schulbus? Gibt es echt Springen? Wow, das war der Sprung? Okay. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, ne? Was passiert? Ach, jetzt. Ach, cool. Okay, er hat 6 Monate später hat er es verloren. Okay. Okay, er ist mit 14 Jahren hat er angefangen, Dinosaurier-Models zu basteln, weil er natürlich großer Fan war von Dinosauriern. Hat man ja auch, glaube ich, irgendwie das Gefühl hier, ne? Okay, dann. Irgendwann kommt die Routine und dann baut man so welche Sachen dann easy going zusammen. Wow, ich bin jetzt echt ein Fossil. Kann ich die Dinger denn noch? Ja, was weiß ich das hier? Ach so, ich muss die selber. Was muss ich denn machen? Muss ich die? Wie klicke ich? Pick? Control, Rotate, okay. To part, right click, ah, okay. Ah, stopp. Hä? Okay. Ich muss es einfach nur den Dino drehen, bis es passt. Okay. Drehen wir den erstmal richtig. Dann verstehen wir auch, wann es passt.
Ja, so kann es ja nie passen. Boah, ist das langsam manchmal. Hä? Ach so. Ich brauche das gar nicht drehen. Ich muss einfach nur draufklicken. Man lernt auch so dazu, ne? Habe ich schon gedacht, warum muss ich das jetzt... Was ist denn das für ein Spielchen jetzt hier? Ich will doch Dinosaurier ausgraben. Sehr schön. Ja, ein Brachiosaurus. Ach, wie süß. Okay. Machen wir. Passt. Passt. Welches ist? Welches Beinchen? Ne? Hä? Ja, yeah, dafür sind wir jetzt hier. Kinderspielsachen zusammenbauen. Aber voll geil, ich würde auch so gerne so Holzmodelle haben. Finde ich ja voll cool. Erst recht, wenn man die so zusammenklicken kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, warum gibt es sowas auf dem Markt? Also ich kannte damals, gab es so diese Hefte, wo man Stück für Stück so seinen Dinosaurier zusammenbasteln konnte. Ja, dann machen wir weiter. Ja, ne? Ach so, okay. Zu verstehen, wir können das einfach so suchen. Aber wenn wir es schon finden. Das wird wohl am Bein sein. Kann ich das wegtun? Nein. Go, go, go. Bin zu schnell. Hey, willst du mal? Dankeschön. Wo snappt der denn eigentlich an? In der Luft hier gerade, oder was? Ein Tyrannosaurus Rex. Ach komm, komm. Zu schnell. Was könnte das sein? Das wird der Schwänzler sein hinten, ne? Oder ist das Beinchen? Sorry, das war ja klar. Passt. So. Ich will aber hoffen, dass das jetzt nicht die ganze Demo so wird, weil... Nee. Oh. Sehr schön. Hat einen Preis gewonnen. Eine Urkunde. Okay, hat Preis gewonnen als Talent. They loved my Triceratops. Okay, das Space muss ich drücken. Okay. The Truly Passion habe ich gerade bekommen als Errungenschaft. Okay, dann wollen wir mal. Mal gucken, was das jetzt passiert mit 20 Jahren genau. Paläontologie. Als ein Wort. Wenn man das so lesen kann, dann kann man das sagen. Aber wenn ich das jetzt nachhinein nochmal im Let's Play sagen müsste, Paläontologie, dann würde ich das nicht schaffen. Okay. Okay. Er hat es riskiert und er hat diesen Job angenommen, eben Paläontologe zu werden. So. Okay, wo sind wir jetzt? Okay. Okay. Ja, das ist normal, haben wir schon verstanden. Also kleine Mini-Tutorials, einfach so. Ich finde solche Tutorials manchmal auch ganz nett, dass man nicht einfach zu viel bekommt immer. Zu viel Quatschen hier. Ja, haben wir verstanden. You got a message. Oh, man kann jetzt diesmal schneller laufen. Okay. Man kann hier nichts tun. Kann ich hier rein?
Also die Grafik haut nicht um, aber ist okay. Sieht so ein bisschen aus wie so ein. Sieht so ein bisschen aus wie dieser Jurassic Park Jeep. So, zack. Ach, den kann ich auch fahren. Oh, jetzt kommt es drauf an, ob die Steuerung gut ist. Oh, die fühlt sich gut an. Warum sind die Reifen hier vorne rot? Hier unten sieht man, dass meine Reifen. Follow the. Was ist the Waypoints? Ne? Also, es wird wohl. Bin ich falsch, glaube ich schon, ne? Ich glaube schon, ich bin falsch gefahren, kann das sein? Also der Sound des Autos hört sich eher an wie so ein Motorrad. Aber spielt sich wirklich sehr, sehr flüssig und sehr schön. Oh, schaffe ich. Wow, das war klar. Oh mein Gott. Ja, ist schon cool, wenn man jetzt auch noch so ein bisschen aufpassen muss, wie seine. Aber kann man. Habe ich eine Winde von dran? Klar. Kann ich das mit der Winde machen? Ja. Und wie? Die Chainsaw. Wo ist denn die Chainsaw? Habe ich eine Kettensäge? Wo habe ich eine Chainsaw? Ach, die habe ich auf der 2. Oh, cool. Will nicht mehr. Okay, kann ich das jetzt irgendwie? Kann ich das? Nee, schieben kann ich das trotzdem nicht. M ist die Karte. Okay, machen wir nachher mal. Aber was bringt mir das auch nicht? Ich kann ja jetzt nicht trotzdem dagegen fahren, oder? Nö. Ich hätte ihn jetzt eigentlich eher eben weggezogen. Hä? Okay. Deck scheitert nicht am fossilen Ausgraben unten im Loch, sondern wie zum Teufel kriege ich das hier weg jetzt? Ich kann nichts mehr machen hier. Oh Gott. Ah, hier war noch. Na nun? Okay, mini klein schneiden, okay. Dann kann man uns per Hand wegschieben, wo wegrollen. Okay, verstehe ich schon. Hä, habe ich das geschnitten? Nö. Das könnte ich noch schneiden, aber es hat es nicht geschnitten. Doch, hat wohl. Ich verstehe es nicht. Was mache ich denn jetzt noch falsch? Ach, pick up! Wow! Weil, wisst ihr, habt ihr schon mal irgendwann mal irgendwo einen Holzbalken oder irgendeinen Stumpf hochgehoben? Zu Weihnachten von mir aus oder sowas? Nie im Leben kriege ich das Ding hoch. Also so easy. Rollt das runter? Naja, Physik läuft. Gut. Nie im Leben, ey. Voll too much schwer ist das. Nie im Leben, ey. Aber gut, machen wir. Wir kommen ja. So. Finde ich aber ganz gut, wenn man auch so welche Sachen noch erledigen kann, anstatt nur immer nur putzen und besen und kratzen. So ein bisschen Terrain
Gefahr und sowas. Das ist schon ganz cool. Press N. Okay. Also N und B. Okay. Dann sind wir schon richtig. Wir sind ja schon... 4x4 ist okay. Das ist genau das Richtige. What the Henkel? Jetzt müssen wir... Ja. Oh, die Pickaxe. Ah, okay. Haben wir sie? Drei. Ja, so. Und... Oh, das hätten sie aber besser machen können. Bin schon dabei. Das hätten sie echt ein bisschen feiner machen können. Ein bisschen grober machen können. Also so, die Pickaxe sieht eher aus wie so, keine Ahnung, wie so ein Zahnstocherteil. Okay. Die verschwinden jetzt im Boden, oder was? Okay. Wir haben jetzt... Kommen die auch noch kaputt machen? Nein. Ich muss auf der anderen Seite einsteigen. Okay. Die Pickaxe, also die Spitzhacke ist verbesserungswürdig, würde ich sagen. Also alles andere ist gut, sehr gut. Gefällt mir. So, gehen wir jetzt hier runter. So. Ich habe keine Ahnung, ob das mein Weg ist. Wir gucken hier mal auf M. Kommen wir nicht. Da vorne müssen wir aber, glaube ich, hin. Ne? Wir fahren aber lieber die Straße entlang. Ich mag die Farbe des Autos. Ich mag immer bunte Autos. Ich mag es nicht, wenn es immer... Ah ja, okay. Da fahren wir hin. Und eingeparkt. Sag jetzt nicht, ich muss genau da drauf. Okay. Okay. Bin angekommen. Press Space. Achso, okay. Press Space. Secure the area. Space. Space, Space. Ja. Ach, ich muss es gedrückt halten. Hold Space steht doch da. Wow. Nicht schlecht. You got a message. Press M to check. Okay, to check it. Message, okay. Ist das die? Also ein bisschen Musik, Hintergrundmusik hätte ich ganz gerne gehabt. Einfach so ein bisschen. So vielleicht ein leichter, gemütlicher Softrock oder sowas. GPR Scan. Okay. Start your working with an initial GPR Scan. If you find anything, you... Okay, wir haben irgendwo so eine Art Radar, um Skelette oder irgendwas zu finden. Good luck. Okay. Wollen wir mal gucken. Wo kann man diesen Dings-Scan machen? Mit dem Ding hier? Map? Use RB... Rechte Maus-Button. Right Maus-Button. To place Marker on the high... Okay. Welcher ist das jetzt? Ist das der... Ist das der Nummer 4? Ist das Ding, ne? Find a good place. Keine Ahnung. Ups, nein. Wie mache ich das denn? Ach, das ist schon... Das, er guckt ja schon zum in den Boden. Seht ihr das? So, okay. Use a shovel, okay. Sollen wir mal hier versuchen?
schmeiß das hier hin. Also wenn ich schaufel, dann schaufel ich das da und dann schmeiße ich das da hinten hin. Oder nehme eine Schubkarre mit. Ist das was? Lustig, wenn ich so schaufeln würde. Geht's hier eigentlich unten weiter? Nö. Ich grab jetzt einfach hier um. Für so ein Loch hier. Für so ein Loch, was ich gerade gegraben habe. Da brauchst du länger als 2 Minuten. Habt ihr schon mal einen Gartenteich ausgehoben? Und sagt jetzt nicht, ja, mit dem Bagger. Ich meine mit der Hand. Bin ich eigentlich erschlagen von den Dingern hier? Nö. Das ist eigentlich. Hier konnte ich einmal tiefer untergraben, genau. Hier, seht ihr? Jetzt wird es schon ein bisschen interessanter. Cool, mir macht das Spaß. Ich mag sowas. So, pass auf, wir machen mal ganz kurz nochmal den Vierer-Scan. Könnte hier was sein? Ich habe keine Ahnung. Wie scanne ich überhaupt? Scannt der so automatisch? Woran sehe ich, dass der was gefunden hat? Oder was Richtiges in der Nähe ist? Oder vielleicht irgendwas? Wir gucken uns das mal an. Oh! Ach, hier! Ah! Okay. Ich grab mir ja am Wolf die ganze Zeit. Sag das doch. Sag das doch, Spiel! Alles ja. Dex hat nämlich wieder gelesen. Vor allem, wie die Steine einfach so weggeschoben werden. Ich habe mal so, ihr wisst ja, vielleicht wisst ihr das, ich wohne ja am Meer. Nein, nicht irgendwo in der Ostsee. Ich wohne in Italien. Genau gesagt, auf Sizilien wohne ich. Also auf der Insel. Und wohne eigentlich ganz, ganz nah am Meer. Sehr nah am Meer. Ein paar hundert Meter. Weniger. Und da habe ich für meinen Garten hier so ein paar Steine mal mit der Schubkarre geholt. Die brauchte ich. Wie schwer die sind. Die hampeln hier so ganz gemütlich rum. Hab ich was gefunden? Kann man die wegtun? Ja, die kann ich wegtun. Ah. Wie cool so. Bring hier mal ganz was weg. Wir können nicht wissen, was das für ein Nugget hier ist. So. Oh nein. Kann ich hier weiter rum? Ach hier. Nicht hier? Warum bin ich denn jetzt hier am Graben? Tell me why. Five. Schaufel. Wir wollen doch irgendwas finden, wenigstens in dieser Folge. In der Folge wollen wir einmal was finden. Wow. Den kann ich echt aufheben? Krass. Voll der Brocken. Kann ich den hier nicht nehmen? Den kann ich aber nehmen. Kann ich auch schmeißen? Ja, so ein bisschen. Okay. Oh, dass die auf der 5 ist? Oh, was mache ich denn damit? Was ist das? Weiß ich nicht. Oh Gott. Seid ihr auch gespannt wie ich? Ich bin richtig gespannt, was wir finden könnten. Ist das was hier? Nee. Niemals kriege ich den Stein nachher hochgehoben. Dafür brauche ich einen Bagger. Kann ich einen Bagger nutzen? Och, das wäre ja cool, Leute. Ich weiß nicht, wo ich gerade hingrabe, aber ich grabe irgendwo hin. Okay, wir müssen aufräumen. Oder sind das die Teile, die ich hier habe?
Use Pflaster to secure fossil. Pflaster? Ist das 6? Ist das Pflaster? Ist das ein Fossil? Ach, das sind die Fossilien, die ich hier so wegschmeiße. Das war jetzt ein Fossil? Wo bringe ich das jetzt hin? Ist das was? Was ist denn Pflaster? Ist das sowas wie Gips oder so? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir werden das aber bestimmt nachher noch irgendwie erklärt bekommen. Auch hier wirklich jetzt rein? There is no space to drop there. Warum? Huch. Das soll aber, glaube ich, hier rein, ne? Okay. Tablets, das war M, ne? Das muss ich komplett zumanschen. Ah, jetzt habe ich geschafft. Okay, Leute, wir sind schon über 30 Minuten angekommen. Sehr interessant. Ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt dieses komische Gipszeugs drauf gekleistert, um es zum Schäden zu schützen. Wir werden sehen, was die Nachricht jetzt gibt. Wir haben eine Nachricht bekommen. Und dann werden wir gucken, was wir damit machen. Ich denke mal so mit so einem kleinen Meißel und Hämmerchen das Ding kaputt hauen. Vorsichtig. Oder so. Oder einweichen in Wasser. Ich weiß es nicht. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen hoch. Ihr könnt selber spielen. Einfach ins... ich weiß es nicht, für welche Plattform es das noch gibt. Bei Steam. Auch für den PC könnt ihr es runterladen als Demo. Und bald wird es dann auch die Vollversion dafür geben. Ich bin gespannt, was noch dabei rauskommt. Bis dann und ciao.